Wir befinden uns hier auf dem Förderturm der Grube Georg, praktisch an der Schnittstelle der Landkreise Neuwied und Altenkirchen. Ich habe von hier aus einen tollen Blick auf diesen Wahlkreis, der sich aus den drei Landschaftsteilen Rheinland, Westerwald und Siegerland zusammensetzt. Seit 11 Jahren bin ich für die Region Linz-Rengsdorf Landtagsabgeordneter und bewerbe mich jetzt um das Direktmandat im Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen. Seit meinem 16. Lebensjahr engagiere ich mich in der Politik. Und meine Motivation, Politik zu machen, ist, etwas Positives für die Menschen, für die Region zu bewirken, etwas bewusst zu erhalten oder bewusst zu verändern, damit die Lebensqualität in der Region steigt. Die Themen Verkehr, Sozialpolitik und Medienpolitik sind die Schwerpunkte meiner Arbeit im Landtag. Ich denke, dass ich hier für meinen Wahlkreis eine deutliche Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur erreicht habe. Sehr engagiert kämpfe ich seit einigen Jahren für eine Verbesserung der Breitbandstruktur. Wir brauchen flächendeckende, schnelle, preiswerte Internetverbindungen, auch in der ländlichen Region. Und das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Das bedeutet Sicherung von Arbeitsplätzen, neue Arbeitsplätze, aber auch Lebensqualität für die Menschen. Gute Verbindungen auf der Straße, auf der Schiene, im Internet, das sind meine Ziele. Für diese Projekte will ich mich in den nächsten Jahren im Bundestag einsetzen. Das bedeutet Lebensqualität, das bedeutet Chancensicherung für die Region und Chancensicherung auch für die Menschen in der Region.